Was würdest du denn anders machen morgen als am Mittwoch? Anders machen. Ja, Spiel gewinnen. Das wär schon mal das Beste daran eigentlich, dass das Endergebnis dann auch passt zu der Leistung, die man abruft. So, von daher wissen wir aber, dass das am morgigen Tag ein ganz anderes Spiel wird, von den Inhalten her, im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Hoffenheim, dass wir einen Gegner erwarten, der im 4-4-2 sehr, sehr gut organisiert ist im Mannschaftsverbund. Das heißt für uns, dass wir sehr, 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 sehr geduldig agieren müssen, dass wir trotz allem eine hohe Intensität an den Tag legen, über unseren Ballbesitz heraus, dass das sehr, sehr wichtig sein wird und ja, trotz allem sehr, sehr aktiv zu verteidigen, die Zuschauer wieder mitzunehmen, das, was uns jetzt eigentlich in den ganzen Heimspielen gelungen ist. So, das brauchen wir auch am Samstag, diese Unterstützung, dass das, wie gesagt, ein anderes Spiel sein wird wie am Mittwoch, aber trotz allem diese Verbindung Mannschaft, Fans, dass wie es am Mittwoch dann auch war, dass wir das morgen brauchen von den Inhalten her. Ja, sehr gute Gegenpressing-Aktion am morgigen Tag. Das wird sehr, sehr wichtig sein gegen Hertha BSC und trotz allem ihre individuelle Qualität, gerade vorne in diesem Bereich dann auch auszuschalten, sehr gut zu verteidigen. Die Dinge, die wir besser machen können, im Gegensatz zum letzten Spiel dann auch, in den Kleinigkeiten dann auch nochmal wachsam zu sein, konsequent zu verteidigen, um dann das richtige Ergebnis zu bekommen dann. Sandro, du hast schon angesprochen, die Berliner werden wahrscheinlich defensiver stehen als die Hoffenheimer. Hat man ja Leverkusen und Hoffenheim gesehen, das liegt euch ja eigentlich ein bisschen besser, eine Mannschaft, die mitspielt und dann im Idealfall im Vorwärtsgang den Ball verliert und dann ihr Umschaltfußball ausziehen könnt. Was braucht ihr denn für Lösungen, um in die Box zu kommen, die ja wahrscheinlich eher ein bisschen dichter besetzt sein wird als vielleicht vor den Hoffenheimern? Vor allem eine Mentalität aufrechtzuerhalten, wenn du vielleicht den einen oder anderen Ballverlust mehr hast im Angriffsdrittel. Das wird extrem wichtig sein, wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, morgen viel den Ball zu haben, dass du trotz allem im letzten Drittel eine Zielstrebigkeit hast, in die Box drin zu haben, dass du gute Fußballer auf dem Platz brauchst, in engen Räumen, diese Dinge. Und da gilt es dann sehr, sehr zielstrebig, immer wieder in die Box reinzukommen und niemals die Geduld zu verlieren. Das ist extrem wichtig für das morgige Spiel. Und trotz allem dann eine gute Restverteidigung zu haben, nicht in die Konter zu laufen. Also es ist dann von den Inhalten her ähnlich, sage ich mal, was wir erste Halbzeit gegen Hannover fabriziert haben. So, das wird so der Maßstab sein und nicht ins offene Messer zu laufen, sehr, sehr konsequent trotzdem die Konter abzuklemmen, diese Dinge sehr, sehr gut zu verteidigen. Das wird ja, aus den Beobachtungen heraus jetzt, die wir jetzt getätigt haben, die Spiele, wird das der Schwerpunkt sein für das morgige Spiel. Sandro, du hast gerade gesagt, dass du die Berliner ein bisschen defensiver erwartest, aber die haben ja auch in der Offensive eigentlich einen ganz guten Lauf, zum Beispiel mit Matthew Lecky, der jetzt ja, 4 Buden gemacht hat. Ja. Wie gefährlich schätzt du die Offensive der Hertha ein? Sehr gut. Geschwindigkeit auf der Bahn. Haben ja, einen absoluten Torjäger mit Ibisevic vorne drin, der sehr, sehr gut ist in der Boxpräsenz nach Flanken. Sehr, sehr gutes Flügelspiel im Konterspiel heraus, was die Hertha betrifft. Wenn sie die Kugel haben und man sie spielen lässt, haben sie auch eine sehr, sehr gute Struktur im Ballbesitz heraus. Also es liegt schon in allererster Linie auch an uns, was wir daraus machen in der Arbeit gegen den Ball. Aber wenn man ihnen Raum lässt, gerade in der Konterbewegung, wenn man ihnen Raum lässt im 16er, in der Box, Ibisevic, extrem gefährlich. Und ja, das sollten wir schleunigst vermeiden. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha, Hertha, Hertha.